Mein Name ist Lynn Quante, ich bin Kulturarbeiterin und im Rahmen von Made In habe ich die mobile Konferenz Kreativortung konzipiert. Also, einsteigen und mitkommen. Das Konzept von der mobilen Konferenz für die Kreativortung ist so entstanden, dass ich immer das Gefühl hatte, ich gehe auf Konferenzen und bin 2 bis 3 Tage an einem Ort, höre zwar viele spannende Projekte und Themen und kriege über Vorträge ganz viele visuelle Eindrücke, aber befinde mich eigentlich immer an demselben Ort. Und da kam dann die Idee auf, eben über den Besuch von verschiedenen Orten innerhalb einer Konferenz nicht nur Themen sichtbar zu machen, sondern eben auch Orte sichtbar zu machen und Orte und Themen miteinander zu vernetzen. Und so kam dieser mobile Aspekt in den Konferenz- und Diskursraum für mich. Ich studiere im Aufbaustudium Kulturmanagement und Kulturtourismus. Ich bin Illustratorin und Fotografin und ja, mein Leben ist quasi Kreativität. Ich habe Kulturarbeit studiert und begreife mich halt auch selber einfach als Kulturarbeiter durch und durch. Ich bin Fotograf und Galerist. Ich bin Wissenschaftlerin und ich arbeite sehr stark zur Kultur-Kreativwirtschaft und schaue mir hier vor allem die Aspekte der Arbeit an. Wie verändert sich die Arbeit, wie verändern sich Arbeitsbedingungen, Arbeitsplätze, Zeiten. Gestern hatten wir eine theoretische Einführung und mich interessiert, wie das wirklich in der Region Nürnberg, Erlangen, Fürth funktioniert. Also welche Projekte es bereits gibt, wie diese umgesetzt sind, wie die Ausrichtung ist. Weil ich jetzt nicht aus der Region komme, bin ich ganz gespannt, was es hier für verschiedene Initiativen gibt. Naja, es ist sehr interessant, wenn die Region hier die Künstler anstößt, neue Ideen gibt, weil es schlummert doch sehr viel Potenzial in Nürnberg, Fürth, Erlangen, würde ich sagen. Schwabach gehört natürlich auch dazu. Aber gerade in Fürth sind ja sehr viele Künstler so in Hinterhöfen, die kaum jemand kennt. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie man das publik machen kann. Ich kenne die Region nicht so furchtbar gut, vor allem kleineren Städte nicht. Und ich bin eigentlich ganz gespannt zu sehen, was hier wird hier probiert, in welchen Formen, wo stehen die Leute, wie geht es ihnen dabei. Ja, Lucy Elefant ist freischaffende Künstlerin, lebt und arbeitet in München. Die Kunst ist seit 2007 Genossin der Kunstwohnwerke. In meinem Impulsvortrag geht es darum, das Projekt Streitfeld in München, eine Genossenschaft, darzustellen und zu erklären. Hier war die Voraussetzung die, dass Künstler sich zusammengeschlossen haben, weil sie das permanente Nomadentum, dass sie alle 3 oder 5 Jahre umziehen müssen aus einem städtischen Atelier, das günstig ist, nicht mehr haben wollten. Also die Nutzer, das sind im weitesten gehend Menschen aus der Kreativwirtschaft, wobei sicher 70% tatsächlich im herkömmlichen sind Künstler sind und die anderen 30% setzen sich zusammen aus Grafikern, Kunstschmieden, Bildhauer, ja, Tänzer, Musiker. Ja, so eine gesunde Mischung. Die Technik heißt im Englischen Graphic Recording. Das ist ein visuelles Protokoll. Das heißt, ich zeichne live Vorträge, Konferenzen und Seminare mit. Was bei rauskommt, ist immer eine Mischung aus Mindmap, Gerichtszeichnung und Comic. Und wenn ich zuhöre, höre ich oft auf Schlüsselwörter oder bestimmte Zitate, die mir gefallen, Metaphern, Bilder, die der Sprecher benutzt und alles andere ist meine eigene Kreativität und das, was ich mir ganz spontan im Kopf ausdenke. Die Originale werden hier bei Kreativortung aufbewahrt und dann machen wir noch digitale Versionen, die werden online gestellt, auf Flickr zum Beispiel und auf dem Kreativortung-Blog. Also hier oben ist jetzt doch ein Blick nach innen möglich. Das ist Impuls, die machen Ausstellungen, eigentlich Kollegen von mir. Leider sind heute einfach die Büros nicht besetzt, also die Leute sind ganz normale Menschen, die auch am Wochenende was anderes tun. Arbeiten. Wobei, klar, die Kreativbranche arbeitet, ist ja auch oftmals auch spät und nachts und so, also deswegen ist es auch kein Zufall, dass ich heute da bin. Gut. The motivation was to create our own future. We wanted to
live like we imagine to live. One important thing is how what you do every day, and most people work. So we thought we'd try to shape this work thing in a way we like it to be. You go into, for example, a normal office building. You get into it and you find a lady sitting there just asking you for your name and if you have a date with somebody of the company. This is what would be the... In meinem Vortrag geht es darum, wie man quasi ein Netzwerk von verteilten Orten organisiert, in denen Kreative und Freelancer arbeiten, sodass sie einerseits lokal arbeiten können, aber gleichzeitig auch global miteinander vernetzt. Und was sind so Beispiele? Ich weiß gar nicht, was die Kultur- und Kreativwirtschaft ist. Das ist, für mich gibt es nur Leute, die wunderbar flexibel mit ihrem Laptop arbeiten können. So eine gewisse Art Überzeugung haben, dass durch Teilen von Informationen und durch Zusammenarbeit in großen Räumen Mehrwert entsteht, dass sie das darin übereinstimmen, gerne auch Projekte gemeinsam machen. Also letztlich geht es darum, dass man einen gewissen Arbeitsstil hat und nicht in einem gewissen Bereich tätig ist. Und ob es jetzt Kreative sind oder Buchhalter, ist eigentlich egal. Ich finde es natürlich absolut wichtig, dass die öffentliche Hand Kultur fördert, in Form von finanziellen Unterstützungen, aber genauso auch in Form von Räumen und Orten, die sie öffnen und da eher über andere Mittel und Wege helfen, Kultur zu ermöglichen. Auf der anderen Seite finde ich es unheimlich schwierig, auch die Erwartungshaltung, die man natürlich bei vielen Kunst- und Kulturschaffenden sieht, gebt mir Geld, damit ich was machen kann. Ich finde es genauso spannend, momentan unheimlich viele Initiativen zu sehen, die sich natürlich ihre Wege erstmal suchen und finden und so einfach ganz neue Räume aufmachen. Und das ist momentan auch spannend, einfach eine Szene zu sehen, die da tatsächlich ganz unabhängig von Verwaltung agiert und damit eigentlich gerade auch Kultur weiter fortschreibt und weiterentwickelt, wo dann wiederum Verwaltung auf diese Initiativen zukommt und natürlich sowas unterstützen möchte. Und das finde ich unheimlich wichtig, auch diese Akteure zu sehen und diese Akteure dann wieder auch zu fordern.